Ernährungsdoc Silja Schäfer hat einen Notruf erhalten. Liebe Ernährungsdocs, mein Name ist Sabine Kage, ich bin 52 Jahre alt und ich habe eine Fettleber. Meine Leberwerte sind viel zu hoch und das macht mir Angst. Nun möchte ich gerne mit Ihrer Unterstützung meine Ernährung umstellen. Tatsächlich, Sabines Leberwerte sind so auffällig, dass die Ärztin weitere Untersuchungen anordnet, um vor einer Ernährungstherapie eine virusbedingte oder autoimmune Hepatitis, also ein Leberrheuma, auszuschließen. Drei Monate später. Sabine Regelmann-Karge kommt zum ersten Termin aufs Praxisboot. Ist nun klar, was mit ihrer Leber los ist? Frau Regelmann-Karge, Ihre Leber leidet zum Glück nicht unter einer Autoimmunerkrankung. Puh. Und auch nicht unter einer Viruserkrankung. War Ihnen nicht so ganz klar im Vorfeld. Richtig, genau. Mhm. Aber Sie haben nicht nur eine einfache Fettleber. Mhm. Sondern? Nach den Blutergebnissen sieht man, dass einzelne Leberzellen schon richtig zugrunde gehen. Also kaputt sind. Okay. Sie haben eine Fettleberentzündung. Eine Fettleberhepatitis. Das ist beängstigend. Das finde ich schlimm. Langfristig kann Sabines Leber weiter kaputt gehen, vernarben. Im schlimmsten Fall droht ihr eine Zirrhose, Organversagen oder auch Leberkrebs. Jeder Zehnte mit so einer Fettleberhepatitis, der entwickelt im Laufe der Zeit auch ein hepatozelluläres Karzinom. Das heißt Leberkrebs. Ganz genau. Ja. Das heißt, momentan ist das jetzt schon eine ernste Lage. Mhm. Okay. Neuerdings fühlt Sabine sogar, dass mit ihrer Leber etwas nicht stimmt. Besonders nachts im Liegen hat sie einen diffusen Druckschmerz im Oberbauch. Das fühlt sich so an, als ob man einen Ballon im Bauch hätte. Und dieser Ballon wird irgendwie aufgeblasen und drückt jetzt gegen die Bauchdecke. Und das tut weh. Und dann mache ich mir einfach Gedanken. Also, dass die Fettleber voranschreiten kann, habe ich mir selber irgendwann mal angelesen. Von den Ärzten wurde mir das nicht gesagt. Und ansonsten wurde ich mit dem Problem ziemlich allein gelassen. Gemeinsam mit ihrem Mann im Espresso-Eckle sitzen, mit Keks und Schoki. Eine liebgewordene Tradition, die vor 3 Jahren aus dem Schwabenländle mit nach Niedersachsen umgezogen ist. Sabine und Markus sind beide berufstätig, vierfache Eltern und keineswegs faul, aber vom Typ her eher bequem. Wir mögen es gern gemütlich. Wir zwei sind uns eigentlich genug. Und dann brauche ich nicht besonders viel Aktion. Und wenn ich nur im Espresso-Eckle sitze, dann bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Sabine ist Lehrerin aus Leidenschaft und hängt sich für ihre Schüler rein. Aber nach einem anstrengenden Schultag und dem Haushalt ist ihr Akku leer. Ihre Freizeit verbringt sie auf dem Sofa. Zu mehr fehlt der Antrieb. Sabine ist ein Mensch, der sich nicht reinreden lässt. Und sie muss es selbst entscheiden. Und wenn sie es entscheidet, etwas zu ändern, dann wird es auch passieren. Wenn ich sie dahin drängen möchte, dann weiß ich, dass es nicht fruchtet. Ah, eine Kartoffel und Couch Potato. Würden Sie sagen, Sie sind eine Couch Potato? Ab und an auf jeden Fall. Ja, doch. Dann gilt es jetzt, runter vom Sofa. Okay, ja. Um ihre Leber zu kurieren, muss Sabine aktiv werden, vor allem in der Küche. Ich lese da jetzt einfach mal so ein bisschen querbeet vor. Aus ihrem Ernährungsprotokoll. Kartoffelsalat, Toast und Keks, ein Riegel Kinderschokolade, ein Brot mit Wurst, 4 Stück Schokolade,
2 Maultaschen mit Kartoffelsalat und Eis. Ja. Tiefkühlpizza Hawaii. Mhm, richtig. Und die Ränder noch mit Butter. Es ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber die Ränder finde ich so ein bisschen trocken. Und dann peppe ich das mit ein bisschen Butter auf. Vielen Dank, dass Sie so ehrlich sind und das präsentieren. Also da habe ich auch ganz schön geschmunzelt. Tatsächlich ist Sabines Leber von jahrzehntelanger falscher Ernährung total überfordert. Besonders von Kohlenhydraten im Übermaß, aus Getreideprodukten und Zucker. Ihre Leberzellen haben Fett eingelagert, das Organ ist geschwollen und entzündet. Ihre Leber braucht die große Pause. Okay, als Lehrerin verstehe ich das natürlich gleich. Zunächst soll Sabine 10% Gewicht reduzieren, also 75 Kilo minus 7,5 auf 67,5. Ein Stundenplan soll ihr dabei helfen. An 2 Tagen in der Woche gibt es ab sofort nur noch maximal 800 Kalorien aus 2 Mahlzeiten und 0 Zucker. Zum Beispiel Hähnchenbrust mit Papayasalsa, 310 Kalorien. Und eine Ayran-Gurkenkaltschale mit 420 Kalorien. Dazu einmal am Tag ein alkoholfreies Wermut-Elixier. Denn die Bitterstoffe darin helfen bei der Leberentfettung. Wir schicken Ihre Leber zur Fastenkur. Ja. Und an den anderen 5 Tagen dürfen Sie 3 Mahlzeiten zu sich nehmen. Ja. Mit möglichst wenig Kohlenhydraten. Ja. Und vielen guten löslichen Ballaststoffen. Die findet Sabine vorwiegend in Karotten, in Erbsen, Bohnen und Gerste. Oder zuckerarmem Obst, wie Beeren, Äpfeln und Quitten. Und runter vom Sofa, ja. Das Thema Sport. Irgendwie in der letzten Zeit ist es eingeschlafen und ich betätige mich fast gar nicht mehr sportlich. Studien zeigen, dass 150 Minuten moderate Aktivität in der Woche die Leber maßgeblich entfetten. Ja, das ist schon eine Ansage. Wenn man es umrechnet, sind das ein bisschen mehr als 20 Minuten pro Tag. Mhm. Ja. Zur sportlichen Anleitung geben wir Ihnen eine Personal Trainerin an die Hand. Wow. Sabine hat verstanden, wie krank ihre Leber ist und dass sie aktiv werden muss. Da kann richtig was Schlimmes was passieren und das möchte ich auf gar keinen Fall. Wider Erwarten verlief der Beginn meiner Ernährungsumstellung echt gut. 2 Monate nach ihrer Fettleberberatung zieht Sabine eine erste Bilanz. Ich frühstücke viel später und esse früher meine Hauptmahlzeit. Sowieso esse ich nur noch 2-mal am Tag. Von daher achte ich nicht mehr so streng auf die 2 Fastentage pro Woche. Noch eine große Veränderung. Der Verzicht auf für meine Leber ungesunde Kohlenhydrate macht mir nicht viel aus. Ich habe neue Zutaten entdeckt. Buchweizen und Quinoa. Damit mache ich eine leckere Bowl nach Ernährungsdocs Rezept. Die vorgekochte Quinoa mischt Sabine mit Petersilie, Tomaten, Paprika und Zitronensaft. Darauf kommen Erbsen, Gurke, Frühlingszwiebel, Kresse und Mozzarella. Dazu ein Dressing aus Öl und Essig, etwas Tomatenmark, Honig und Paprikapulver. Im Urlaub haben wir es noch einfacher gehalten. Wir sind gerade in der Nordsee und haben uns hier mit richtig schön geräuchertem Fisch eingedeckt. Dazu gibt es dann gleich einen schönen grünen Salat. So, und jetzt haben wir hier mein leckeres Gericht, den Räucherfisch und meinen Salat. Sieht super lecker aus, ich freue mich drauf. Wenn dann doch mal der Zuckerjieper kommt, trinke ich den Wermutshot. Die Bitterstoffe sind zwar extrem ekelhaft, aber ich bemerke, wie sie mir gut tun und meine inneren Säfte zu arbeiten beginnen. Jetzt zum Sport. Ich habe 2 Termine bei Janina Thiessel.
Sie ist Personal Trainerin und zeigt mir einen Mix aus Ausdauer und Kraftsport, den ich danach auch alleine gut umsetzen kann. 5 Einheiten pro Woche, puh. Auf jeden Fall spüre ich eine Veränderung. Ich habe echt schon Gewicht verloren und das finde ich total krass. Es geht mir ziemlich gut und ich bin stolz auf mich. Vor 5 Monaten hatte Sabine von den Docs einen Auftrag bekommen. Runter vom Sofa. Hat sie das geschafft? Heute kommt die Lehrerin zum Fettlebercheck. Heute ist Zeugnistag. Bitteschön. Okay. Wir füllen das mal gemeinsam aus. Ja. Aktuelle Messdaten und Blutwerte von Sabine liegen der Ärztin vor. Zu Beginn steht Gewicht. Wir hatten Ihnen als Auftrag gegeben, mindestens 10% des Ausgangsgewichts zu verlieren. Mhm. Das wären 7,5 Kilo gewesen. Richtig, ja. Ich muss einfach zugeben, ich habe mich tatsächlich nicht gewogen. Geschafft haben Sie sage und schreibe 15 Kilo. Nee. Ja. Das Doppelte. Das heißt ganz klar eine 1+. Wow. Bauchfett haben wir als nächstes. Von 2,1 runter auf 1,1 Liter. Voll in den grünen Bereich. Auch eine 1+. Blutfette, Blutzucker, alle Werte normal. Sehr gut. Sie haben Ihr komplettes Leben beispielhaft verändert. Also sowohl die Ernährung als auch die Bewegung. Ein Traumzeugnis. Ja. Wie haben Sie das denn so hingekriegt? Also mit dem absoluten Willen. Und Ihre Tipps haben mir so gut geholfen, diese Ernährungsumstellung zu schaffen. Und ich bin einfach niemals in die Verlegenheit gekommen, wieder in alte Muster zurückzufallen. Und merken Sie das denn auch körperlich? Ja, das tue ich total. Ich bin viel fitter. Mhm. Und es macht mir einfach total viel Spaß, in so einer neuen Hülle zu stecken. Mhm. Ja. Und wie hat Sabines verfettete Leber reagiert? Hier müssen Sie leider schreiben, die Leber hat teilgenommen. Okay, mache ich. Das soll bedeuten, die Leberwerte sind deutlich niedriger, als wir sie zu Beginn notiert haben. Aber Ihre Leber ist noch nicht da, wo wir sie gerne hätten. Das Fett ist noch nicht ganz raus. Ist in Ordnung. Also, es kann ja nicht alles von 100 auf 0 gehen, sage ich mal. Dann gebe ich meiner Leber noch ein bisschen Zeit. Ja. Zu lange hat das Organ schon gelitten. 16 Jahre sind nicht spurlos an Ihrer Leber vorbeigegangen. Ja. Und ich bin davon überzeugt, wenn Sie jetzt dranbleiben, es ist nur eine Frage der Zeit, wann Ihre Leberwerte auch da ganz normal sind. Das freut mich natürlich. Super. Ich habe eine Strategie für mich entwickelt, mit der ich total gut zurechtkomme, quasi zum ersten Mal in meinem Leben. Und es fühlt sich richtig gut an.